Mein Name ist Michael Schmid, ich arbeite bei Fotovision Bern. Ich werde euch heute die spiegellosen Systemkameras vorstellen. Wenn wir die klassische Spiegelreflexkamera vor uns haben, dann ist das ein rechtes Teil. Und zwar aus dem Grund, es braucht einen Spiegel drin, damit wir durch den Sucher überhaupt ins Objektiv schauen können. Und wenn wir die Kamera auseinandernehmen, dann sehen wir den Spiegel sehr deutlich. Und der klappt nur auf, wenn wir abdrücken oder zum Beispiel auch ein Video machen. Bei einer spiegellosen Kamera sehen wir direkt auf den Sensor. Das heisst, wir haben keinen Spiegel mehr drin. Und wenn ich abdrücke, kommt nur ein kleines Verschlüsschen, das auf und zu geht. Und das ist da haben wir dafür einen elektronischen Sucher drin. Zum Grössenvergleich, man sieht es natürlich schon deutlich, dass die jetzt beide gleich ausstaffiert. Beide mit einem lichtstarken 2,8 24-70. Es ist ziemlich ein Unterschied sichtbar. Und das hier ist noch eine größere Optik drauf. Das ist 70 bis 200 mit Lichtstärke 2,8. Also da ist der Unterschied sehr deutlich. Selbstverständlich ändert das auch das Gewicht. Also so eine grosse Ausrüstung ist natürlich viel schwerer als jetzt da die spiegellosen Systemkameras. Die Vorteile von einer spiegellosen Kamera ist natürlich nicht nur die Grösse, sondern auch die Bildqualität. Die Bildqualität ist bis zu einer Grösse von A3 eigentlich mit einer Vollformat-Spiegelreflexkamera kompatibel. Ich habe hier eine Auswahl von drei verschiedenen spiegellosen Systemkameras jetzt vor mir. Ich werde euch hier einzeln erklären, wo die Vorzüge der einzelnen Systeme sind. Wenn wir die einzelnen Kameras anschauen wollen, dann haben wir hier Panasonic GH3, die sich ganz klar eigentlich an Personen richtet, die Video machen wollen, nicht nur fotografieren. Wir haben ein schwenkbares Display, das ihr in verschiedene Richtungen schwenken könnt. Ihr könnt zum Schluss auch zuklappen, damit das Display schön geschützt ist. Vom Schutz her ist sie staub- und Wasser, also spritzwasserfest. Sie hat einen eingebauten Blitz. Aber selbstverständlich kann man mit ihr auch sehr gut fotografieren. Zu der Fujifilm. Fuji X-E1 ist eine hervorragende Kamera für alle die so ein bisschen im traditionelleren Bereich wollen, wie früher Zeit und Blende manuell einstellen. Sieht auch eher vom Design her im Retro-Stil daherkommend so aus wie eine ältere Kamera. Auch sie hat einen eingebauten Blitz und sie hat ein starres Display. Sie hat hervorragende Farbeigenschaften. Sie ist am neutralsten von allen Systemen, die man kennt. Die OMD-Kamera hat ein teilschwenkbares Display. Ist staub- und spritzwasserdicht, hat einen Blitz, den man draufstecken kann. Der ist im Lieferumfang enthalten, aber nicht eingebaut. Sie hat den schnellsten Autofokus von allen Systemkameras und eine grosse Objektivpalette, durch das, dass auch hier Panasonic-Objektiv tragen. Zusätzlich hat sie einen Bildstabilisator direkt im Gehäuse integriert und gibt eigentlich ein interessantes Gesamtpaket durch die Grösse, die sie hat im Vergleich zu den anderen. Der Vorteil der spiegellosen Systemkamera ist sicher, nebst Grösse und Gewicht, eine Kamera, die man gerne mitnimmt und nicht auf die Qualität verzichten muss.